Clementine ist unterwegs nach Rom. Sie startet am oberen Punkt der unteren Abbildung und bewegt sich entlang der Strecken ausschließlich von oben nach unten. Bei jeder Abzweigung hat sie also zwei Möglichkeiten, ihren Weg fortzuführen. Wie viele Wege führen Clementine nach Rom? Hier ein Beispiel. Clementine startet nach links, dann nach rechts, dann nach links und dann nach rechts. Da Rom sich genau unterhalb vom Startpunkt befindet, muss die Anzahl links mit der Anzahl rechts übereinstimmen. Wir suchen also die Anzahl Permutationen dieser vier Elemente, wovon eins zweimal vorkommt und das zweite auch zweimal vorkommt, also suchen wir die Anzahl solcher Permutationen mit Wiederholung. Diese Anzahl berechnet sich durch die Fakultät von 4 geteilt durch die Fakultät von der ersten 2 geteilt durch die Fakultät von der zweiten 2. Und dieser Bruch ergibt 3 mal 2, also 6. Und demzufolge ist Antwort B die richtige.